ein gesundes, glückliches, frohes neues Jahr für euch alle, liebe Basketballfreunde. Wir treffen uns wieder bei Alba zum ersten Heimspiel im Jahr 2011 gegen den MBC und bei uns auch Konstantin Lewowski, der Co-Coach von Alba. Alles Gute fürs neue Jahr auch für dich, Konsti. Danke. Wir haben Alba zuletzt unterschiedlich erlebt. Im letzten Jahr, vor einer Woche war es ja noch, der zweite von zwei tollen Siegen gegen Bremerhaven und gegen Göttingen. Dann eine Niederlage jetzt vor drei Tagen in Tübingen. Warum spielt Alba momentan nicht stabil? Weil die Mannschaft manchmal vergisst, als Team ein Spiel, was zu Erfolg führt, auch konsequent über 40 Minuten weiter zu betreiben. Es war jetzt in Tübingen so, dass wir mit 11 Punkten geführt haben, eigentlich alles im Griff hatten und dann irgendwie ja, den Griff losgelassen haben und Tübingen zurück ins Spiel haben kommen lassen. Ich erinnere mich an das Adland-Heimspiel hier, wo das Gleiche passiert ist. Das ist eine Teamverantwortung, ein Teamspiel einfach weiter durchzuziehen. Und dann, glaube ich, wissen auch einige individuelle Kräfte unserer Mannschaft, dass sie nicht unbedingt einen großartigen Tag in Tübingen erwischt haben. Was umso schwieriger war, dadurch, dass uns da ja auch noch drei Spieler gefehlt haben. Und dann waren wir einfach wirklich dünn in der Leistungsdecke. Drei namhafte Spieler waren es, verletzungsbedingt oder wegen Krankheit. Wer von denen kann denn heute wieder spielen und wer definitiv nicht? Also Tadja Dragicevic und Yasin Itbi werden nicht spielen können. Der erste verletzt, der zweite krank. Bei beiden ist die Perspektive noch ungewiss, ob es jetzt für Samstag, fürs Rückspiel, wie man so schön sagen kann, gegen MBC reicht. Hollis Price wird seine Rückkehr erstmal ins Teamroster feiern. Inwieweit wir ihn schon bringen werden und bringen wollen, ist sicherlich auch ein bisschen auch vom Spielverlauf abhängig, weil er hat jetzt ja doch lange ausgesetzt, hatte auch keine wirklich intensive Trainingsphase mit dem Team. Insofern, wir versuchen ihm vielleicht ein bisschen Spielrhythmus zu geben, aber es gibt noch keine Garantie, ihn unbedingt heute schon Spielminuten zu sehen. Den MBC kennt ihr auch aus der Saisonvorbereitung. Vor wem, welchem Spieler bei denen müssen wir uns besonders heute in Acht nehmen? Ja, das Video von der Saisonvorbereitung kann man mehr oder weniger wegschmeißen. Erstens, weil sie sich sehr ausgetauscht haben. Also sie haben praktisch die vier Spieler, die man austauschen darf, als Team schon vollends genutzt. Außerdem hat der Coach dann auch irgendwann in der Saison wahrscheinlich aufgrund der neuen Spieler entschieden, sein Playbook, also seine Angriffssysteme, weitgehend über Bord zu werfen und neue einzubringen. Insofern hilft uns da kein großes Anschauungsmaterial, aber nichtsdestotrotz, ich meine, wir kennen alle Michael Jordan als etablierten Point Guard aus der BBL, immer gefährlich, einfach weil er erfahren ist und weil er einen guten Zug zum Korb hat. Wer einfach ihnen extrem hilft, ist ihr Neuzugang Ross, auch ein alter Bekannter, sehr aggressiv, ein klassischer Scorer, der immer bereit ist und willens ist, 30, 40 Punkte zu machen im Spiel. Und wir versuchen ihn natürlich möglichst tief zu halten. Und es ist ein gutes Team. Sascha Leutloff, Guido Grünheit, viel Energie, ein Coach, der immer Ideen hat, die uns ärgern. Insofern, es wird nichts Leichtes und wir hoffen auf tatkräftige Unterstützung des Publikums. Wir wünschen euch einen tollen Heimspielstart ins Jahr 2011. Danke, Konstantin Lewowski.